Ja, hier gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erkunden eigentlich. Komm, wir gucken ihr uns wisst, das mal hier oben hoch, weil wir da waren. Wie lange wollt ihr euch? Dann schauen wir nochmal hier rum. Hier rum, da rum, Apollon-Tempel. Schön wäre natürlich auch eine schnelle Lauffunktion. Hört, unsere Schritte klingen dumpf. Ich glaube, es gibt eine Kammer unter unseren Füßen. Ja, das glaube ich auch. Und da ist irgendwas. Fehlender Gegenstand. Okay. Wir haben ein Secret gefunden, ohne den Secret Key zu haben. Hier drüben ist nichts solches, aber wir laufen mal hier rüber. Weil hier ist dann wieder was. Das klingt nach Feuer. Wer bist denn du? Hilfe! Den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid. Ihr müsst uns helfen. Der Tempel brennt. Wenn ich hier meine Gesundheit meiner Leute riskieren soll, um euren Tempel zu retten, dann erwarte ich eine Entschädigung. Aber keine Sorge, es wird euch weniger kosten, uns zu bezahlen, als den ganzen Tempel zu bauen. Natürlich, wir müssen uns beeilen. Den Göttern und Tempel interessieren mich nicht. Kurz jemand mit Logik und Vernunft zu überzeugen, ja? Typisch, ihr gierigen Römer. Na gut. Rettet den Tempel und wir werden bezahlen! Was für ein Haufen Mist. Aber wir können das Wasser aus diesen Fässern benutzen. Kommt, wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Wasser aus diesen Fässern? Welche Fässer? Welche Fässer? Verteilen wir uns mal ein bisschen. So. Ja, das ist ein Feuerdings. Zug 1, Vorbereitungsphase. Who the fuck are meine Fässer? Da ist ein Fass. Ah. Das hat Krug. 12 übrig. Super gemacht, dass ich auf die Richtung gelaufen bin. Wie weit gehst du? Reichweite 8 Hexfelder, Wirkungsbereich 1 Hex. Okay. Leider ist die Bewegungsreichweite ein bisschen eingeschränkt. Aber du kannst es noch. Kannst hier nicht sehen. Aber darunter. Ja gut, das macht nicht sehr viel. So, du hast noch einen Aktionspunkt übrig. Und du kannst noch. Hindert das Feuer daran, die Tempel zu vernichten. 26 von 100 Tempel brennen. 26 Hexfelder müssen noch gelöscht werden. Wo haben wir denn noch Fässer? Da sind nämlich nicht mehr so viele übrig. Ich hätte die Gegend vorher erkunden sollen, hier drüben auch. Gut, dann müssen wir das erstmal so machen. Nächster Zug. Und da unten das Zeug, was wir gelöscht haben, brennt wieder. Super Sache. Ich glaube, ich sollte einen Schritt vor. Kann ich nicht. Ah, genau. Mehr Wasserkrüge bitte. Du hast noch einen.
Schritt vor. Dann können wir nämlich das Stück da löschen. Du hast noch einen Wasserkrug. Ich glaube, das Stück da kann man schon komplett löschen. Das ist super. Noch Punkte übrig, dann kannst du schon mal weiterlaufen. Damit haben wir zumindest schon mal das Feuer ein wenig eingedämmt. Das ist gut. Unser Zug ist dran. Du hast noch einen Wasserkrug. Wir brauchen hier noch einen, da noch einen. Wir brauchen noch drei Wasserkrüge theoretisch. Ein Wasserkrug, du hast einen. Jetzt brauchen wir noch einen. Du hast keinen, du hast einen. Damit würde ich nicht alle kriegen. Also kannst du genauso gut weiter runterrennen. Und ihn dahin werfen. Ja, geht doch. Oh ja. Hab Dank! Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre unser Tempel jetzt nur noch Asche. Okay, und was ist hier geschehen? Jemand hat den Tempel angezündet. Nicht alle Einheimischen sind begeistert von Apollon. Warum sollte jemand einen Tempel anzünden? Sie glauben, der Tempel wäre auf einem alten Pfad in den Hades erbaut worden. Ist da was dran? Muss man den deswegen gleich niederbrennen? Manche sagen, der Tempel würde den Weg in den Hades versperren und somit die Toten davon abhalten, ihren Bestimmungsort zu erreichen. Ich hätte trotzdem gerne meinen Lohn. Ich stehe zu meinem Wort. 1000 Dinari. Eure Bezahlung. Oh, 1000 Denari sind 1000 Denari. Gut, dass wir hier vorbeigegangen sind. Oh, aber warte, was liegt denn darum? Eine Spitzhacke. Na komm. Dinge, die man mitnehmen kann, kann man mitnehmen. Gutes altes Rollenspiel-Credo. Alles, was nicht meins ist, ist demnächst meins. Sie ist jetzt seit 2 Tagen krank. Der Heiler ist immer beschäftigt, wenn ich komme. Okay, da oben ist eine Kiste. An die können wir tatsächlich ran. Schon laufen wir hin und plündern. Tempelplünderung. So gut. Ich dachte eigentlich, die klettern an den Ranken runter. Ach so, jetzt sind die auch Ranken. Alles klar. Die sind einfach nur gewachsen. Anleitung, Krähenfüße. Freischalte. Krähenfüße, Anleitung in der Waffenkammer des Vorpostens. Sehr schön. Ausgezeichnet. Dann laufen wir mal hier rüber. Zenobia. Dafür müssen natürlich jetzt erst alle wieder hochklettern. Das klappt ja auch nicht parallel. Das ist schon ein bisschen mühselig. Ihr wisst, dass er das nicht tun wird. Wie lange wollt ihr euch noch so behandeln lassen? Strategos! Hier drüben! Danke, dass ihr stehen bleibt. Ihr seid der Strategos einer römischen Legion, nicht wahr? Ich habe gesehen, wie ihr mit Theophilus geredet habt.
gesprochen. Ich nehme an, es, so kann man es nennen, wie es Scipio Africanus eine Meinungsverschiedenheit mit Hannibal hatte. Mein Titel Legato, ist Legato, Strategos ist ein griechisches Wort. Ich bin Proculus Sestius Curso und wer seid ihr? Mein Name ist Zenobia. Ich bin die Witwe von Preconius Maro, dem rechtmäßigen Herrscher über Mysia, den Theophilus ermorden ließ. Euer Verlust tut mir leid. Was kann ich tun? Euer Mann hat seine Pflicht versagt. Der hat den Verrat zum Opfer. Nun, er kann nichts mehr für ihn tun. Ich sehe keinen Grund, weiter bei euch zu reden. Es tut mir ich leid. Ich bitte euch, mir bei meiner Rache gegen Theophilus beizustehen. Ich habe immer noch zahlreiche Verbündete unter den mächtigen Mysias. Wenn ihr mir dabei helft, Theophilus zu töten, verspreche ich euch, die Allianz mit Pontus zu beenden. Ihr wollt, dass ich ihn ermorde? Nun, das ist ein geschmackloses Wort. Aber im Grunde ja. Und der Plan? Nein. Gewalt zählt nicht zu meinen Stärken. Ich habe dafür kein Talent. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Na, dann könnte ich ihn jetzt einfach im Tempel angreifen? Man darf nicht sehen, dass ihr den ersten Schlag führt. Wenn sich das Volk gegen uns wendet, werde ich es nicht wieder unter Kontrolle bringen können. Wenn ihr ihn dazu bringen könnt, euch anzugreifen, sodass es für andere wie Selbstverteidigung aussieht, dann könntet ihr damit davonkommen. Und wie gut kennt ihr den Mann? Wir stehen uns nicht nahe. Vielleicht kann jemand hier im Tempel euch liefern, was ihr benötigt. Okay, Gift will ich jetzt nicht tatsächlich nicht einsetzen. Oder wie wir in einer, habt ihr eine Idee, wie wir in einen abgelegenen Ort zu finden können? Geht er zu solchen Treffen, wie die meisten Politiker es tun. Es könnte möglich sein, ihm irgendwie vorzugaukeln, dass König Mithridates ein geheimes Treffen wünscht. Wenn er eine Möglichkeit hat, mit den Truppen von Pontus in Kontakt zu bleiben, könnten wir uns natürlich an einer Fälschung versuchen. Danke, Legate. Mein Ehemann war ein treuer Diener Roms. Er war nicht perfekt, aber sein Volk war ihm sehr wichtig. Er hatte es nicht verdient, mitten in der Nacht wie Vieh aufgeschlitzt zu werden. Jupp, das verdient nicht mal das Vieh. Was macht denn Pyrrhus? Der Menschenschlechter. Ihr seid der Menschenschlechter, oder? Ich habe möglicherweise einen oder anderen Menschen abgeschlachtet, ja. Ihr müsst mich verwechseln. Wer sollt ihr denn sein? Ich rede hier mit dem Menschenschlechter. Es ist lange her, dass ich diese Bezeichnung gehört habe. Sineros. Moment, wie? Menschenschlechter? Ist das ernst gemeint? Das ist doch sicher ein Euphemismus. Ich fürchte nicht. Und dieser Name hat mir bisher immer nur Kummer gebracht. Ich grüße euch, junger Mann. In der Tat, ich war bekannt als der Menschenschlechter von Halikarnassus. Aber das ist jetzt nur noch eine ferne Erinnerung für mich. Sagt eurem Herrn, dass ich keinen Kampfsport mehr betreibe. Ihr Betrüger! Ich bin nicht hier, um euch anzuheuern. Ich sinne nach Rache. Ich habe so viele Fragen. Beruhigt euch. Ich bin Pigris, der Sohn des Diokles, dem Sohn des Diodorus. Ich vertrete Kuss als Athlet beim Pankration und im Speerwurf. Diodorus, ihr seid sein Enkel? Ist er noch am Leben? Der Kummer hat ihn zu einem Zerrbild des Mannes gemacht, der er einst war. Aber er ist noch am Leben, ihr Betrüger! Ihr sucht Rache? Der Menschenschlechter von Halikarnassus sollte meinem Großvater in den Spielen gegenübertreten. Jedem war klar, dass er verlieren würde, denn Diodoros war der größte Ringer, den Kuss je hervorgebracht hat. Er war tatsächlich ausgezeichnet. Und ehrlich gesagt war das das erste Mal in meinem Leben, dass ich Angst hatte zu verlieren. Sie haben mich zu den Spielen geschickt und gesagt, komm mit der Trophäe zurück. Oder gar nicht. Lasst mich raten, ihr habt sie besiegt und der Junge wünscht sich eine Revanche. Ich vermute, Diodorus hat euch besiegt. Wo ist das Problem? Nein, nicht so. So ganz. Ich habe nicht gegen ihn gekämpft. Ich habe die Trophäe gestohlen. Ihr habt was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sineros ist also ein Dieb, ja? Ich lehne diese Charakterisierung ab. Ich habe genau einmal gestohlen. Das macht es nicht zu einer Gewohnheit. Eines solltest du wissen, junger Mann. Als Folge meiner Tat wurde Halikarnassus von der Union ausgeschlossen. Ich habe für meine Verbrechen gesühnt. Man hat mir gesagt, dass ihr verbannt und als Servus verkauft wurdet.
aber das stellt die Ehre meines Großvaters nicht wieder her. Die Trophäe gehört meiner Familie. Gebt sie zurück! GG zur 5er Pyramide. Passend zur Zeitlinie. Das sollte doch einfach sein. Gebt ihr das Ding und wir ziehen weiter. Vielleicht solltet ihr noch einmal gegen seinen Großvater antreten, um die Sache zu klären. Wir haben für die Kinderspielchen keine Zeit. Komm. Das liegt ein Menschenleben zurück. Selbst wenn die Trophäe noch in Halikarnassus wäre, ich bin immer noch verbannt. Sie würden mich nicht einlassen. Und nochmal antreten? Ich, Pigris, nehme diese Herausforderung im Namen meines Großvaters an. Er selbst ist ein gebrechlicher alter Mann, der kaum noch einen Finger rühren kann. Aber ihr könnt mich als Verlängerung seines Willens betrachten. Wartet! Pigris ist ein professioneller Ringer in der Blüte seiner Jahre. Synaros ist trotz allem ein alter Mann. Er wird gegen Pigris nicht bestehen können. Das ist nicht gerecht. Ihr habt recht, Centurio. Aber was ist gerecht? Vielleicht muss es so kommen. Auf diese Art bezahle ich endlich für mein Verbrechen. Dann sorgen wir dafür, dass es gerecht ist. Ich vertrete Synaros. Warum sollte ich gegen euch kämpfen wollen? Ihr spielt in diesem Konflikt keine Rolle. Es geht um das Vergehen des Synaros, also sollte auch er kämpfen. Ich mag ja nicht viel über eure Gepflogenheiten wissen, aber ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid der Vertreter des Diodoros. Jetzt akzeptiert mich als Vertreter des Synaros. Und was denkt ihr, Synaros? Dies ist mein Kampf und es geht um mein Verbrechen, für das ich Abbitte leisten muss. Aber falls Bestia darauf besteht, werde ich mich dem beugen. Tatsächlich, in dem Fall macht es eher Sinn, Vertreter gegen Vertreter. Ihr müsst das nicht für mich tun, Bestia. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt nichts zu sagen, aber ihr könntet für mich jubeln. Pigris der Ringer, macht euch bereit! Sehen wir mal, was ein Gladiator vom Pankration versteht. Nicht viel. Ihr seid nicht so furchteinflößend, wie ihr ausseht. Stärke ist nichts gegen Geschick, Gladiator. Ich prüfe nur eure Defensive. Aber die leichte Verletzung finde ich jetzt nicht so schön. Wohin ist euer Grinsen verschwunden, Ringer? Vor einem Moment wart ihr noch so siegesgewiss. Ist das alles, was ihr habt? Noch ist es nicht vorbei. Au. Ich glaube, ihr habt mein Schlüsselbein gebrochen. Eure Beinarbeit ist schlampig. Kommt schon, steht wieder auf. Genug. Es tut so weh. Ihr gewinnt. Ich habe Schande über meine Familie gebracht. Ich weiß nicht, wie ich Diodoros jetzt noch unter die Augen treten soll. Bitte geht. Ich muss nachdenken. Ja. Ziel erreicht. Alle Prätorianer haben 20 XP bekommen. Etwas versetzt von euch ist der Glauben noch, dass der nicht vorbei ist. Okay. Damit haben wir den Part. Aber ich glaube, wir hatten noch die Sache mit den Briefen und so Kram. Wo könnte das sein? Haben wir hier noch irgendwo eine Stelle, die wir noch nicht gefunden haben? Wo stand er eigentlich rum? Da stand er rum. Da haben wir auch noch mal Leute, mit denen wir reden können. Das sollten wir, glaube ich, mal tun. Und Bestia müssen wir dann wahrscheinlich wohl demnächst in das Hospitalzelt geben. Ich glaube, da geht die Karte dann auch nicht mehr weiter. Das hier ist tatsächlich das letzte Eck. Reden wir doch mal mit Rianus. Es ist seltsam, heutzutage einen römischen Soldaten hier zu sehen. Sind wir nicht im Krieg mit Rom? Ich
Ich wurde hier eingeladen, um mit Theopithus zu sprechen. Ich bin Legatus von Rom. Ich gehe, wo ich nicht will. Ich bin, eine Freude, mit dir zu reden. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Mein Name ist Rianus. Ich bin ein Schüler von Theophilus. Und woher stammt ihr? Warum fragt ihr? Euer Dialekt klingt vertraut. Ich versuche einfach, die Leute kennenzulernen. Vielleicht habt ihr meine Heimat bereist, aber das würde mich schon sehr überraschen. Ich stamme aus einem kleinen Dorf in den Bergen, eine Tagesreise östlich von Adramyteion. Ich habe dort noch viel Familie. Es ist ein Glück, dass Apollon mich mit einem wachen Verstand gesegnet hat, sonst wäre ich immer noch da und würde für meinen Onkel Schafe hüten. Mögt ihr euren Herrn? Ich ziehe großen Nutzen aus seiner Weisheit und seine Frömmigkeit kann nicht geleugnet werden. Eure Diskretion ist weise, aber mein Dominus hegt keine Liebe für euren, mein Kind. Ihr könnt frei sprechen. In diesem Fall, nein. Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Meister mag, aber ich respektiere ihn sehr. Okay, dann noch einen guten Tag und so.